Willkommen zusammen zu diesem Tutorial, wie man die ACS64 fährt und aufrüstet. ACS64 Introduction. Willkommen zur Lokführerschulung. Heute werden Sie durch den Betrieb einer ACS-64-Lokomotive in Amtrak-Lackierung geführt. Heute erhält unser Zug zu Schulungszwecken ein paar zusätzliche Haltestellen. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Das bin ich in der Tat. Ja. Ups, ja, da hat es ganz kurz geleckt. Hier vorne der Steuerwagen, den gucken wir uns auch selbstverständlich noch bei Gelegenheit an. Und hier ist unsere ACS64, gebaut von Siemens. Wir müssen die Batterie starten, also drücken und halten Sie die Batteriesteuerung. Machen wir. Batteriekontrolle gedrückt. Walk to the control panel. Oh, es gibt tatsächlich einen Maschinenraum und eine Toilette, die sich nicht öffnen lässt. Haben wir hier eine Lichtquelle? Oder ein Lichtschalter? Nö, trotzdem ist es hell. Komisch. Hier vielleicht? Diese Lokomotive verwendet einen Stromabnehmer, um von der Oberleitung Strom abzuleiten. Und wir müssen sicher gehen, dass sie den hinteren Stromabnehmer verwendet. Also hinterer Stromabnehmer vorgewählt. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Machen wir. Einen Lichtschalter gibt es hier echt nicht, ne? Komisch. Na gut, dann ist das halt so. Immer wieder schön, wenn es Lokomotiven gibt, deren Maschinenraum begehbar ist. Kommt auch nicht allzu häufig vor. Interessantes Geräusch. Set the reverser to neutral, also Fahrtrichtungswender rein und. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Auf Neutralstellung. Pantograph hoch. Und. Pantograph ist bestimmt oben. Ist er. Und Hauptschalter an, beziehungsweise geschlossen. Der ZEV-Motor ist ein kleinerer, sekundärer Motor, der die Wagen mit Strom für die Beleuchtung, Klimaanlage und Heizung versorgt. Setzen wir ihn in Gang. Hep, auf Start. 5 Sekunden, nach rechts drehen. Ah, die Sounds. Um sicherzugehen, dass wir gesehen werden können, müssen wir die Lichter einschalten. Bright, also hell. Und Ditch Lights machen wir auch an. Nein, nicht Flash, sondern an. Bremsmodus, wir setzen uns mal wieder hin. Bremsmodus auf Passagier. Da, Passenger. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Ja, ist das. Türen auf. Ach, hübsch. Also der Führerstand. Ah. Ja, das gefällt mir ehrlich gesagt besser. Hier auch. I. Aha. Okay, ich drücke da jetzt nicht viel rum, sonst mache ich gleich was kaputt. Das sehe ich jetzt schon. Können wir eigentlich, ob hier die Funktion eingebaut ist, dass man den Dispatcher
Also praktisch das Stellwerk kontaktieren kann, wenn man über das T auf das Telefon draufklickt. Mal gucken. Das ist bestimmt hier sowieso gesperrt in dem Einführungsszenario. So, Fahrtrichtungswende auf Vorwärtsstellung. Automatische Bremse lösen. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Verwenden Sie den Kombihebel Leistung Bremse, um Kraft auf. Machen wir das gerne. Und? Wow, wir fahren. Hören uns mal den Sound an. Schnell dürfen wir fahren? 30. Was amerikanische Sicherungssysteme angeht, übrigens gar keine Ahnung. Ne? Also hier so ATC gibt es, glaube ich. Wheel Slip. Oh, nein. Finde ich nicht gut. So, 60 dürfen wir fahren. Ich weiß so viel, das habe ich mitbekommen aus den Streams. Wir müssen aber warten, bis der gesamte Zug praktisch ab dem Punkt, wo es einmal Piep macht, praktisch an dieser Stelle drüber gefahren ist. Heißt also, die Geschwindigkeit ist erst freigegeben, wenn der gesamte Zug ab genau diesem Zeitpunkt über diesen Streckenpunkt gefahren ist. Was vielleicht jetzt der Fall sein könnte. Oh, Wheel Slip, ist er? Ja, Wheel Slip. Also unsere Räder drehen uns durch. Interessante Oberleitungsmasten, ne? Gehen wir mal hoch auf die 60 und halten in 5 Kilometern, in 5 Meilen in South Attleboro an. Oh. Also hier steht, wir dürfen maximal 45 fahren. Das Hub sagt, wir dürfen mehr fahren. Und die nächste Geschwindigkeit ist 70. Mal schauen, was jetzt passiert. Gar nichts. Dann fahren wir mal lieber nur 45 höchstens. Ah, jetzt dürfen wir 70 fahren. Also noch nicht, wir müssen erst, wie gesagt, warten, bis der gesamte Zug da drüber ist. Was jetzt vermutlich der Fall sein könnte. Ist das Smoke Alarm? Fire Sub Inhibit? Hot Journal. Okay, lässt sich nicht bedienen, zumindest wie gesagt hier im Tutorial nicht. Es ist halt manchmal so, dass im Tutorial Dinge nicht bedienbar sind, gewisse interaktive Elemente, einfach nur aus Tutorial-Gründen. Okay, nächstes Signal ist auf jeden Fall auf grün. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Ah, was denn jetzt? 45? Ich bleib einfach bei den 70, die im HUD freigegeben sind. Das ist mir zu verwirrend. Dafür kenne ich mich viel zu schlecht mit all dem aus. 10.12.2018. Na, komisches Datumsformat. Vermutlich ist das der 12.10.2018. 30? Was? Ah ja, das ist ein Kombihebel, ja. Aha, rot und gelb, das sieht nicht so schön aus. Gefällt mir nicht. Also, das Signalbild gefällt mir einfach nicht. Was Rotes zu sehen. Alerta. Out, out. Also, ich bin etwas überfordert von den Sicherungssystemen. Aber das ist halt so interessant, wenn man sich selbst dann doch vergleichsweise ganz okay dann mit PZB und sowas auskennt und man sich dann in einen Zug setzt und eigentlich gar keine Ahnung hat, wie man das fahren muss.
wenn man diesen Zug steuern kann, was, warum der Führerstand plötzlich irgendwelche Geräusche von sich gibt, irgendwelches Piep, oh, irgendwelches Piepen von sich gibt und so. Also da verstehe ich auf jeden Fall, dass all die Leute, die vielleicht jetzt angefangen haben, Trains in World zu spielen, als das Spiel kostenlos im Epic Game Store zum Runterladen war, da kann ich halt schon verstehen, dass teilweise Leute einfach davon überfordert sind. Aber so ein Zug ist halt extrem kompliziert und Trains in World ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn es darum geht, Führerstände nachzubauen. So, klar ist nicht alles immer realistisch. Das ist mir bewusst, dass ein echter Lokführer vermutlich da schon so ein bisschen was dran auszusetzen hätte. Zumindest was die Implementierung von Sicherungssystemen und sowas angeht, im deutschsprachigen Raum. Aber ja, also wenn ich jetzt hier mal so überlege, ich bin schon ein wenig überfordert. Da kann ich halt jeden verstehen, der neu damit anfängt mit diesem Spiel und auch etwas überfordert ist. Was neu bei dieser Strecke mit dabei ist, das finde ich echt nice, das Feature, die Bäume. Die Bäume sehen nicht mehr einfach nur so aus, als seien sie mit einer weißen Textur überzogen, sondern wir haben dunklere Bäume, hellere Bäume. Also das sieht schon viel, viel besser aus. So, in einer Meile müssen wir anhalten in South Attleboro. Dann machen wir das mal. Ich kann das auch mit Meilen und so echt schlecht einschätzen. Sie nähern sich nun South Attleboro. Benutzen Sie die automatische Bremse, um Bremskraft anzuwenden und den Zug zu verlangsamen. Ich weiß auch gar nicht, was so die Regelung ist, ob man tatsächlich nur mit der E-Bremse einen Zug komplett zum Halten bringen darf oder ob man da Luftdruck auch mit einsetzen muss. Also ob es da gewisse Regelungen gibt, weiß ich nicht. Halt an, halt an, halt an. Ja, erster Halt. Hat hervorragend geklappt. Türen auf. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof Attleboro. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Ja, mal sehen, ne? Schauen wir uns die mal von außen an. Gut geklappt, von außen anhören.
Huch, das ist, da drehen uns die Reifen durch. Die Räder, nicht die Reifen. Ein bisschen Kernel Cam Action, falls jemand weiß, was ich damit meine. Herrlich. Okay, wie viel dürfen wir fahren? 100 irgendwas. Also, die Räder drehen schon ziemlich schnell durch. Oh, wir dürfen gleich nur 60 fahren. Ah, wir fahren viel zu schnell über diese Weiche. Oh, wir dürfen jetzt gleich nur noch 30 fahren. Luftdruck. Deshalb sollte man vielleicht doch irgendwie aufs HUD achten. Snowbreak. Was ist Snowbreak? Ich würde gerne die Heizanlagen machen. Schade. Contact Signal. Ach, das lässt sich ja doch machen. Das ist echt cool, dass sie das auch hier eingebaut haben, dass man, wenn man hier drauf drückt, beim Stellwerk anruft. Mega cool. Ich dachte erst, man müsste aufs Telefon draufklicken. Weil das ja auch bei der 182 jetzt so ist. Da muss man auf dieses Telefon hier unten hin draufklicken. Aber hier muss man eben auf PTT klicken. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr. Machen wir uns mal. Aha. Also, das ist praktisch die Instrumentenbeleuchtung. Das ist both, also Desk und Console Light. Mhm. Console Light on. Ach, das. Ah, das ist wohl die Konsole. Die sogenannte. Okay, das war's. Lassen wir die mal aus. Was können wir noch machen? Das ist der Hauptschalter, Pantograph runter und hoch. Ja, der Totmann-Schalter, mehr oder weniger.
Fahrtrichtungswender, das lässt sich nicht bedienen, haben wir schon mal herausgefunden. Hier lässt sich auch nichts drücken. Was ist das? Nichts, was sich bedienen lässt. Das ist die Bremse, Bremsmodus, EQ Regulator, weiß ich nicht. Front Headlight, Ditch Light, Bell. Ach, so richtig amerikanisch. Was ist das? Das Horn. Geil. So, diesmal halten wir rechtzeitig an. Wir haben nämlich ein rotes Signal auch vor uns. Kann das jemand wieder? Hallo? Danke. Interessante Brücke. Attleboro. Entschuldigung. Also man muss sich wirklich an das Fahrverhalten gewöhnen, ne? Das ist halt einfach was anderes. Aber schön, dass die Leute endlich Jacken tragen im Winter. Und schön auf. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Hervorragend. Ja. Das fand ich schon mal ziemlich cool. Gut. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.